Nein, wir haben es. Das historisch-ethische Motiv von Ehe, Ascher, Ehe enthält das spezifische Moment, das ist ein Doverbieti in der Jahrzeitnacht von meinem Vater sich hingekommen. Das jüdische Bewusstsein hat keinmal nicht die Kind Scholle machen mit der absurden Erscheinung von Tät. Und weil Jihadus hat er sehr glorifizierte Menschen und hat ihn zusammengeführt mit Nein Sof und Kavi Jochel sie beiden verknippt in ein Schicksalknäuel, hat sie noch mehr gestanden vergafft und erstehnt in Angesicht von einer grausamen Tät, was vernichtet alle Hoffnungen und alle Aspirations. Und Jihadus hat gefragt eine alte Frage. Wie kann eine Existenz, durch welche es sich misgalle, der Ehe Ascher Ehe, aufgelöst werden? Wie kann der Schutef von Ewigkeit, der Mensch, fallen unter dem Schwert von der zynischen Malachamores? Wie kann ein Mensch, was führt das ständige Gespräch mit dem Berelom, heruntersteigen in einer kalten, nassen Keller? Und die alle Fragen hat Mesche scharf herausgebracht in sein bewussten Wes Hanan, El Adonai Bohesa Hilene, Adonai Elohim, Hatoach Eleiso, Leharis Esavdecho, Es Godlecho, Ves Yotcho Achazako, Hasha Miel Bashamayim Voretz, Hasha Yahase, Keima Hasecho, Vichigurisecho, Wuizno Donoch Agot, was geht auch ab zu Menschen und wird mit dem Chaver? Wo ist noch du, Gott? Was sagt Ehe, Ascher, Ehe? Ahoi, Mann, die Aho, Ehe, Moem, Bezore, Su, Ehe, Moem, Bezore, Acheres. Wo ist da noch, Gott? Was ruft Avrom, Avrom? Wo ist da noch, Gott? Was ruft Meishe, Meishe? Wo ist noch, da noch, Gott? Was sagt, wel Meishe, Omar, Alei, komm zu mir. Ehre noch. Ebrono wäre, es oretz hatevo haseis, valor hatevo valvone. Wie kann ihr gehen in Keder? Wie kannst du losende Menschen fallen? Unter ein Schwert von einem grisamen Feind. Aber ihr wisst doch, Meirei, wer Rabbi sei, seien viele nicht angenehm geworden. Dasselbe unveränderliche Schicksal hat getroffen mich. Ihr habt es durchgelesen, das Problem. Und gelöst hat sie das Problem auf zwei verschiedene Ebenen. Ich meine besser, auf zwei verschiedene Stochen. Auf dem metaphysischen Schetter und auf dem historischen Schetter. Auf dem ersten Niveau, auf dem metaphysischen Niveau, hat Jihadus Poshet den ganzen abgeschafften Tät mit der Emune von Elam Habo und Ashoras Nefesh. Die Emune von Elam Habo stellt fest, als eben die menschliche Persönlichkeit hat Behemes realisiert in sich dem Ehe Ascher Ehe, wie sie allein geworden ein Teil von Eizach, was kann nicht verschwinden in dem Tehom von Zeit und Nihilität. Chais mei Brocheis Shebe Migdosh, היו אמרים מינו אלום וידו אלום דיו אמדים בביס עד השם בלילס ומס לבם איז גהליגד גבורן דו די גטלכה ברירון זי הלזונג איז גבן מינו אלום וידו אלום זי זיינן גבריד מייביק איפן צוויתן ניבו פון צייטליכקייט hat Jihadus hereingeführt einen neuen Begriff von historischer Unsterblichkeit. Keiner staubt nicht mehr als Rabbi Sohn in der jüdischen Geschichte. Umalachei Elekim Eulim Vejordim Bey Tone, sagt die Gemorichu Eilim Umistaklim Bedjuknei Shalmalau ויורדים
um es taknin bedjuknei shal mato, weil du musst djuknei shal Yaakov chakuko bekisse Yaakovit. Die Gebäre Jehumo von alle Deres werden gesehen durch die jüdische Geschichte in a doppelter Licht als Djeken shal mato, als a konkrete psychosomatische Person, welche lebt in einer bestimmten Zeitabschnitt, in einer bestimmten Ort, unter bestimmten ökonomisch-politischen Bedingungen, macht durch alle biologische und psychische Entwicklungsphasen, Jugend, Jemeyamido, Sikno, starbt und verschwindet körperlich. Höchstens bleibt der Kever oder am Azeve nach ihm und am Moldosech. Zweitens, als Djekon Shalmalo, als eine geistige Gestalt, als Symbol von einer nebigen Idee, von einer göttlichen Sphäre, eine Entpleckung von einem Lichtstrahl, von dem Ehe Aschereje. Unter dem ersten Aspekt, Djekon Shalmato, seine realgeschichtliche Helden, Personen, sterblich wie alle Menschen. Der biologische Prozess treibt sie, Punkt, wie den primitiven Waldmenschen, zum unvermeidlichen Sof, Tät und Keder. Unter dem zweiten Aspekt aber wird jede Figur, welche erscheint in der historischen Arena, verwandelt in eine geistige Potenz, in eine netzerdicke Gestalt, in eine Kämel nicht verschwindende Isgalus, von der absoluten Identität, von dem Ehe Aschereje. Jüdische Geschichte wird verstanden als ständiger wiederholen sich, von dieselben Ideen gestalten, von dieselben göttlichen Parzufim, welche während Geseder verwirklicht, in dem unaufhörlichen Marsch von Deris. Die Biene mögen sich beiden, die Dekorations mögen sich ändern, alte Schauspieler mögen sterben und neue aufwachsen. Der Sipuramase ist derselbe und die Gestalten bleiben dieselbe. Maase oveis, simen libonim, beemes seinen gor oveis und bonim eins. Avrom, als konkrete Person, als Djekon Shalmato, hat gelebt in einem Chevrin. Mit tausender Jahren zurück. Er ist schon lange nicht da. Er gehört der altertümlichen Geschichte und öfter der Archäologie. Avrom aber als Djekon Shalmalo, als die Inkarnatie von der Chesed-Idee, als der Gottsucher und Gottentdecker, als der Wanderer zum Haram-Rio, als der Novi und Visionär, von der göttlichen Knesset Israel ist eine nebige, transzendentale Persönlichkeit. Sein Dmus ist ausgekriegt in Kisei Hakoveit. Er wird Geseder geboren und transfiguriert in eine Sache wirklicher Gestalten. Meshe als Djekon Shalmato, als reale Person, gebunden an physiologisch-biologische Formen und Gesetzen, ist lang, lang verschwunden. Wir wissen dafür nicht, wo sein Käfer ist. Meshe aber als Djekon Shalmalo, als eine geistig metapsychische Figur, als eine historisch kreative, nivische Persönlichkeit, ist nicht verschwunden. Eif dem Mischen hat der Malach HaMoves kein Schlitten gehabt. Meshe stehen die brennenden Schnee. Meshe führen die Griden zum Barak Sinai in die blasse Dämmerung von dem Jem HaShlishi. Meshe kriechen die Quartag allein auf verspitzten kalten Fels. Meshe warten die Gott. Meshe von Vayere da die Schembionon, Vayis Yatzei wie Meshom. Meshe gucken die melancholisch von der Heich, von dem Harnewei, auf die Eretz am Juedes, Meshe der Leichem, Meshe der Mechekeik,
Meshe der Geel, Meshe der Ischelekim, Meshe, was hat realisiert im Ehe Aschereie, bleibt an Nebikedmus. A ständige Offenbarung von dem Schem Hawaii Strom, was fließt durch ein geschichtlichen Kontinuum. Die Meshe gestalt, die metapsychische Meshe gestalt, is ich misgale in jedem Talmid Chochom. Meshe Schapir Kamret. In jeden Omeili Matzibu Leshem Shamayim. In jede Daladames Shal Halocha. In jeden Bismedresh, wo die Ferim von Teiro Shebeksav, Vishabal Pevern gespunnen. Der Meshe lebt, der Meshe ist Kemal nicht verschlungen. Moshe Kibel Teiro Nisinai. Umeshoro Li Yeshua, Vi Yeshua Li Sekenim. Use kenim li nivim, univim lanshi knesses hagdelo, una ze weiter und weiter kommt vor die wunderbare Transmigration von einem ewigen Menschen, einem ewigen Avrom, durch die Jahrhunderten und Jahrtausenden. Das ist Masere, das ist Kabole, das ist Teiro Shebalpe. Aber der Teiro Shebalpe hat mein Vater sich in der Woche sich gehabt.